Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Untergriesbach. Ja, im letzten Video haben wir hier ein bisschen Gülle ausgebracht. Da war es eigentlich auch schon recht spät. Ich habe jetzt am nächsten Tag vorgespult und ja, Kühe sind schon mal wieder versorgt. Und ich werde jetzt die letzte Behandlung der Pflanzen machen, der Sojabönchen. Der Sojabönchen hier auf der 10, auf der 33 und die Sonnenblumen auf der 110 kriegen jetzt ihre letzte Behandlung. Das heißt, Pflanzenschutzmittel bringen wir jetzt aus. Und dann sind wir, was es das angeht, auch schon wieder fertig. Weil Dünger wollen sie beide nicht mehr haben. Weder die Sonnenblumen noch die Sojabühnchen. Also sind wir mit der Feldbehandlung oder ja, Feldbehandlung, sag ich mal, was Düngern, was Düngen und Pflanzenschutz angeht, sind wir dann fertig, wenn wir das hier durch haben. Und da muss ich mal gucken. Eventuell werde ich ja eine Maschine austauschen. Und zwar die unsere Rundballenpresse. Ich will eventuell mir eine Presswickelkombi holen. Und dann werden wir eventuell noch ein paar Aufträge machen, was das Pressen und so angeht. Also falls wir jetzt hier sowas haben, heißt das natürlich nur. Haben wir jetzt natürlich nicht, war ja klar. Aber damit man so Aufträge machen kann mit Mähen und Pressen, weil die meisten oder ist ja eigentlich fast nur alles sehr schnell alles Silageballen denn immer. Das machen wir jetzt mal einmal ein bisschen anders. Das ist mir ein bisschen zu doll gewesen, dass da was da stehen bleibt. Wie gesagt, dann müssen wir mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, was. Wir hatten die ja eigentlich so noch nicht benutzt, sag ich mal. Ne? Wir hatten ja. Oder wir hatten ja einen neuen Spielstand angefangen. Da hatten wir die ja jetzt noch gar nicht benutzt. Unsere Ballenpresse, also ist die eigentlich ja noch neu. Wir sind zwar in der zweiten Saison, aber auf einem neuen Spielstand. Also in der ersten Saison. Sozusagen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht mache ich auch noch ein paar Aufträge mit Grobern oder so. Waren ja genug da. Muss mal gucken, ob die beiden Aufträge oder ob da Auftrag drin ist von der. Da muss ich jetzt einmal lügen. Ich glaube, die 41, die 42 war, glaube ich, noch. Die 20, die 19, die 9 und die 52, glaube ich. Da war noch verdorrte Früchte oder so drauf. Aber das sieht nicht so aus. Ne. Das sieht nicht so aus.
Naja, ein bisschen Geld dazu verdienen. Ne? Also Presswickel-Kombi würde ich von Klaas nehmen, die Roland war das ja, ne? Dann würde ich die nehmen. Und dann natürlich noch einen neuen Ballenanhänger, weil unser, ja, ist ein bisschen klein. Ne? Für sowas denn. Also würde dann auch ein größerer Ballenanhänger oder ein zweiter eventuell sogar noch dazu. Müssen wir mal gucken. So ein Fahrrad ist schon was Feines, ne? Ich spiele ja mit Manu die Bredo. Da ohne Fahrgassen. Ja, da muss man ja mal wieder gucken. Abstand und so beim Düngen und so. Wie lange habe ich schon nicht mal ohne Fahrgasse gespielt? Wie lange habe ich schon nicht mal ohne Fahrgasse gespielt? Das sieht man jetzt hier, ne? Dingsabschaltung, Section Control, wäre alles ausgegangen da. Aber haben wir ja nicht. Machen können wir noch nichts, wirklich. Mitte Frühling ist noch nicht viel los hier. Du. Bis zur Ernte dauert es noch ein bisschen. Ja, da freue ich mich auch schon wieder, wenn wir ernten können. Unseren schönen Glasdrescher, den Dominator. Dann müssen wir mal gucken, ne? Auch gerade was die Aufträge angeht. Wie gesagt, hier die Felder. Hier ist ja die 9. Ne? Das ist die 9? Ja, das ist die 9. Hier die 19, da steht überall verdorrt. Und ihr wisst ja, dass ich das nicht so mag. Deswegen. Aber ich kriege ja auch keine Aufträge drauf. Das ist irgendwie ein bisschen doof. So, 140.000. Neue Presse kostet, glaube ich, 70, 78 oder so. Ach, war ja klar, wenn nur aufnehmen bis dann. Ah, ich vergesse auch immer wieder das Handy lautlos zu machen, ne? Das ist immer genau dieselbe Schiete bei mir. Irgendwo hatte ich hier, da unten hatte ich eine Einfahrt gemacht. Hätte ich auch von hier machen können, ne? Naja, egal. Auch egal.
wie gesagt, machen wir hier noch die Abschlussbehandlung. Also, Abschlussbehandlung für mich, ne? Da habe ich ja jetzt gar nicht so dran gedacht, ne? Da komme ich ja niemals dran vorbei mit meinem... Da hätte ich lieber ein Dings rum machen sollen, ne? Eine Fahrgasse. Das ist doch all shit, ist das doch. All shit ist das. Ja, da hätte ich lieber Dings rummachen sollen. Habe ich auch nicht so wirklich dran gedacht, ne? Dass ich da ja mit der Pflanzenschutzspritze noch rum muss. Passt. Oh, der Deutz macht sich eigentlich auch nicht schlecht dafür, ne? Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Deutz mit der Spritze. Überlegen, ob ich vielleicht nicht doch noch mal irgendwo eine Wiese kaufe. Aber ich sag mal so, was soll ich damit, ne? Ich hätte mir gerne schon Lust, irgendwie noch mal ein bisschen Gras zu machen. Aber wir haben ja unsere große Wiese am Hof. Das reicht ja erstmal. Den Vogel mit behandelt. Auch eine Fuge Pflanzenschutz abgekriegt. Oder eine Prise. Wäre ja schön, wenn sie im 19er standardmäßig Fahrgassen und sowas hätten. Auch das wäre richtig geil. So ein Drive-Lane-System für alle Maschinen und gutes. Oder für alle Seemaschinen standardmäßig dabei. Das wäre schon Hammer. Beziehungsweise kann man sich so extra kaufen, so wie jetzt auch. Kann man selber überlegen, ob man das haben will oder nicht. Ja, hier bin ich noch ganz gut daran vorbeigekommen. Aber naja, wie gesagt, also ich würde es richtig geil finden. So, also mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Ja, ich werde erstmal schauen. Ja, auftragsmäßig mehr so eine Mähdings haben wir leider nicht. Ich werde mir noch ein, zwei grobe Aufträge machen. Mal schauen. Oh. 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 Da bin ich nicht so gut dran vorbeigekommen. Guti, wir sind dann erstmal fertig für heute. Wie gesagt, ich guck mal, was wir in der nächsten Folge machen.
Wahrscheinlich werden wir noch ein, zwei Aufträge machen. Grubbern oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Däumchen da lassen. Gerne auch ein Abo, würde ich mich echt riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.